Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Hexit. Und ich glaube, wir räumen jetzt erstmal ein. Wir waren letztes Mal stehen geblieben im hohen Berg, im dunklen, dunklen Wald. Und jetzt sind wir dabei, erstmal Hundi zu heilen. Und dann betreten wir den hohlen Berg, der hier irgendwo sein muss. Ich höre schon das Gelache. Ich denke, wir betreten jetzt den hohlen Berg. Wir sind drin. Überall sind hier Schätze von den Redcap Goblins. Hier ist wieder einer. Ein gewöhnlicher Zombie. Macht weniger Angst. Genau diese Goblins, sie sind auch in einem Schlag tot. Hier ist ihre Brutstelle. Und hier wohnen auch viele Kobolde, die sich aber alleine fürchten. Sie schicken dann ihre Spinnen los, die dann helfen sollen. Die Kobolde sehen allerdings normalerweise anders aus. Diamanten, wunderbar. Haben wir die auch gesammelt? Überall sind diese Goblins. Redstone auch nicht verkehrt. Da haben wir auch schon so viel. Wow. Wow. Hehehe. Ich höre euch doch. Hahaha. Hahaha. Und tja, da guckst du doch blöd. Headshot. Dankeschön. Ha, 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 ich höre euch. Von weitem hört man euch. Da bist du. Sie tragen alle Stiefel. Kann man aber noch reparieren? Eine kaputte Spitzhacke. Oh. Wo hast du dich denn hin teleportiert? Das war eine üppige Stelle. Keine üppige Stelle. Ha, du bist zu blöd hier, um ins Loch zu kommen. Hundi attackiert dich. Hundi attackiert dich. Hundi bleibt sitzen. Ich erledige ihn hier. Damit hier keine schlimmen Zwischenfälle kommen. Denn ich glaube, auch ich kann Hundi one-shotten. Diese Kreaturen sind böse. Lachen nur über uns. Na, sie sollen erstmal weiterlachen, wenn wir ihre Schätze rauben, die sie hier irgendwo gelagert haben. Irgendwo lagern ihre Schätze. Hundi, dir geht's noch gut. Wunderbar. Hier ist Kupfer. Brauchen wir ganz und gar nicht. Irgendwo habt ihr eure Schätze gelagert, da bin ich mir sicher. Gold, auch nicht verkehrt. Wo sind eure Schätze? Smoothia. Ich höre euch. Immer noch. Weg mit dir. Hell machen. Hier sind schon Skelettschädel von anderen Abenteurern, die es leider nicht überlebt haben. Ich höre euch. Wo seid ihr? Zeigt euch doch, ihr feigen Kreaturen. Ich höre euch ganz nah. Es kommt von links. Es kommt von hier. Hier ist einer. Wer lacht jetzt? Ich bin es. Ha. Na, Hundi. Immer wieder diese Spinnenweben. Schon schlimm, ne? Wo geht es hier lang? Wir haben definitiv wieder genug Materialien für Fackeln. Wir müssen definitiv mal was wegschmeißen. So.
Weg. Das reicht auch schon. Brauchen das nicht unbedingt und auch kein Skeleton Skull. Ich höre euch immer noch. Das hier graben wir weg. Hier geht es nämlich durch. So. Wasserquelle abklemmen. Jetzt kommen wir auch hier durch. Ihr Lager ist riesig, das kann man sagen. Und definitiv haben die hier noch Schätze gelagert. Kann man hier hoch? Ja. Aber erstmal abklemmen. Wo seid ihr? Zeigt euch doch. Oh nein, sie sind zu feige. Vor allem die Kobolde. Die sind zu feige. So, Diamanten können wir immer sammeln. Die haben sie hier auch gelagert, die Kobolde. Sie lagern das hier in ihren Erzhaufen, aber teilweise haben sie auch Kisten versteckt. Fledermäuse, ich hasse sie. Wo seid ihr? Ich höre euch immer noch. Haben sich hier versteckt. Vor mir. Weil sie dann langsam doch Angst bekommen. Können sich das Lachen aber anscheinend nicht verkneifen. Ah, wo seid ihr? Ja, lacht euch kaputt. Gleich komme ich und lach euch immer ein. Aber auf meine Art und Weise. Auf meine Art und Weise. Wo sind eure Schätze? Wo sind eure Schätze? Und wo ist der Eingang? Hier ist Wasser. Hier. Dicht machen. Hier ist nichts mehr. Ich höre Monster. Ein normales Skelett war das. Hier geht es weiter. Gut gemacht. Wir müssen definitiv wieder was wegpacken. Okay, wunderbar. Oh nein, wir sind wieder im dunklen Wald. Ich kann mir das nicht erklären, warum das nur so kurz ist. Ich dachte, ich hätte Kisten gesehen, aber es waren auch viele, die ich gesehen habe. Und dieses ganze Lager ist riesig. Nein, Hundi, komm, komm, Hundi. Ich erledige die schon alle. Boah. Scheiße, hat er mich... Nein, Hundi. Ah, scheiße. Weg mit dir. Hundi, du darfst doch nicht einfach mal drauf gehen. Hier, friss. Schieß bloß dich Hundi an. Wo bist du? Nein! Ah, lass Hundi in Ruhe. Wir brauchen definitiv einen Namen für unseren. Weg! Weg mit dir. Hundi, wo bist du? Du bist nicht gestorben, oder? Nein. Hundi, du brauchst wieder Heilung. Arschloch! Einfach Hundi anschießen, ey. Unglaublich sind die hier. Zwar nur ein Treffer oder so, aber boah. Ein KP. Müssen hier definitiv raus. Ich wollte eigentlich auch noch in den zweiten. Ich hoffe, das schaffen wir noch in dieser Folge. Ich wollte gar nicht hier in diese Höhle rein. Scheiße mit den Monstern hier, ey. Ah. Wir haben wieder eine Schokopedia, die kein Mensch braucht. Nee, hier kommt man nicht gut raus. Ein Wasserfall, der führt nirgendwo hin, genau. Scheiße. Ah. Kommen wir hier wieder raus. Hier ist ein Ko...
einfach mal wahllos schießen. Irgendwo da hinten ist auch ein Infernal. So eine Infernal Kobold oder sowas. Okay, der ist down. Der ist auch down. Okay, haben wir ganz schön viele abgemurkst hier. Und Wasser, lass mich bitte raus. Und dich klemmen wir direkt ab. Mein Gott, waren das viele Monster hier in dieser Gasse. Hier in diesem Twilight Forest. Da sammeln sich Monster an. Hier gibt es auch übermäßig viel Wasser. Und Diamanten. Da ist noch was. Licht. Ich würde auch empfehlen, diese spannenden Folgen mit Kopfhörern zu gucken. Also zu hören, besser gesagt. Nein, wir sind wieder draußen. Wir müssen nur noch... kurz hier weiter. Hundi, wo bist du? Hundi ist weg. Scheiße. Da haben wir doch noch keinen Hund. Mist, Mist, Mist. Hundi war ein kurzer, aber ein treuer Begleiter, der sich in jeden Kampf geworfen hat. Hundi, ein Wegpunkt für ihn. Wir werden später wiederkommen und ihn holen. Nicht heute. Und ich brauche nur eine Hexbiskusflower. Das war nämlich die zweite Sache. Aber wir müssen in die andere Richtung. Denn dort hinten gibt es einen Wald, wo es bestimmt bessere Höhlen gibt. Offene Berge und so. Und hier unten gibt es auch einen Dungeon. Der ist aber wie gewöhnlich. Und das ist diese Lex. Das ist unglaublich. Hier gibt's Essen, auch nicht verkehrt. Wo seid ihr, Hexbiskus? So selten sind sie dann doch wieder nicht. Hier unten müssen wir hin. Zu den Highlands. Und da gibt es viele Berge. Wenn ich mich recht erinnern kann. Ich bin gespannt. Ist das hier ein Hunderberg? Nein. Waren es die Highlands? Ich bin mir nicht sicher. Oder war es hier der Wald? Dense Twilight Forest, das kann natürlich auch sein. Es gibt viele Biome, die sich ähneln. Die Highlands sind definitiv zu hoch. Gehen wir mal hier weiter. Immer auf der Suche nach Hexbiskus. Wo sind sie? Und wo ist ein weiterer hohler Berg? Oder eine sonstige Struktur hier vorne? Was ist das? Dense Twilight Forest, da müssen wir gucken gehen. Gegessen haben wir. Was ist das für ein grauer Fleck? Und was ist das hier hinten? Es ist wieder ein Leichenturm. Ich höre Tiere. Besser gesagt Monster.
sie für ein Fleck? Hier ist alles voller Stein. Eigenartig. Was ist das da drüben? Ein Battle Tower, kein Zerstörter. Dann gehen wir hier rein. Ein bisschen Loot müssen wir definitiv sammeln. Mit etwas Glück ist hier eine Hexical Essence dabei. Tja, ihr blöden Monster. Die wohl Pech gehabt. Ey. Ja, bis auf die natürlich. Ich möchte jetzt hier rein. Dankeschön. Herr Pedo muss leider auch abdanken. Gegen meine Spitzhacke ist nichts einzuwenden. Vielleicht ist unten noch was, aber heute nicht. Er ist doch ganz. Seltsamerweise. In Twilight Forest sind die meisten eigentlich zerfallen. Okay, schon bessere Sachen. Nein, es ist auch... Weg. Ich nehme hier gerne alles mit. Wo ist unsere goldene Feder hin? Wenn wir die nämlich wegpacken und nachher runterspringen, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Und die Sounds müssen natürlich auch noch reduziert werden. Mit der Fackel ist es natürlich besonders gut. Die Fackel sind auch immer ungünstig platziert. Weg. Und wieder hoch. Alle Sachen kommen mit. Und du bist auch down. Weg mit dir. Auch weg mit euren Brutstellen. Und langsam wird's hier gut. Goldene Feder. Wo ist die goldene Feder? Hier. Zu Hause räumen wir alles auf. Das dachtest du dir, dass du mich hier angreifen kannst? Die Musik setzt ein. Welcher Vollidiot war das? Du! Wie hat er mich denn noch getroffen und die Geräusche sind wie immer nicht... Nervig und übertrieben, zum Glück nicht. Wie oft noch? Jetzt hat sich aber was angestaut hier. Ah, Arschlöcher, richtige. Du warst mit deinem kackverzauberten Bogen, hast mich da wieder in dieses Loch geschubst. Zum zweiten Mal. Und dieses Gerucke geht mir auf den Sack im Twilight Forest. Wird man nachher nicht mehr sehen. Keine Anzeichen mehr, aber es ist schlimm, damit zu spielen.
Nervig, diese Kackviecher. Weg. Kriege ich einen Wut auf diese Skelette. Okay, bessere Sachen. Eindeutig bessere Sachen. Die nächste Spinne kommt bestimmt. So, in den zweiten passt schon was, nicht mehr was rein. Nicht mehr alles jedenfalls. Das war auf jeden Fall ein Infernal-Tier, was gerade was auf mich geworfen hat. Okay, wir brauchen... Ja, wir nehmen am besten... Ah, wir können den zweiten Backpack jetzt auch nicht mehr nehmen. Ist jetzt auch egal. Also, wir können den schon nehmen. Wir können nur nichts mehr in den ersten einsortieren. Ich glaube, das macht dann aber auch nichts. Dann sortieren wir nämlich das hier alles schön in den zweiten ein. Auch einen Stack brauchen wir hiervon auch eher weniger. Ja, das ist eine Infernal-Spinne. Genau die. Hunger, jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt persönlich da, weg mit der Spinne. So, sind wir zwar vergiftet und fallen hier runter. Aber das macht nichts. Und das schaffen wir nämlich gerade noch. Haben wir unsere Feder. Wichtig. So, erstmal einsortieren können wir echt... Nee, wir müssen jetzt unbedingt einsortieren. Bis auf die goldene Feder. Die darf ich echt nicht. Sieht aus wie ein normales Item, was man einfach wegpacken könnte. Ist es aber auf keinen Fall. Und es ruckelt eindeutig mehr als in der normalen Welt. Und diese Fackel war klar, dass sie nicht lange hält, wie alle anderen auch. Oh nein. Raus hier. Was? Okay, ich wurde doch aufgefangen. Ich dachte, die Feder wirkt nicht. Also da möchte ich jetzt nicht dabei sein. Denn das war ein Infernal Battle Tower Boss. Ach du Scheiße. Gut, wir haben es geschafft und wir sehen uns das nächste Mal zu Hause wieder. Ein Hexbiskus konnten wir leider nicht finden, also ich habe jedenfalls keine gesehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und tschüss.